Lambert, was soll der Mist? Ich hab's ihm erzählt, als ich ihn aus Island abgezogen habe. Ist ihm nicht willkommen. Tja, nachdem man sein eigen Fleisch und Blut verloren hat, ist man nicht mehr derselbe. Was einen nicht umbringt, macht einen nur härter. Es war knapp, aber Sam kam gerade noch mal mit dem Leben davon. Da er nichts mehr zu verlieren hatte, nahm er den gefährlichsten Auftrag seines Lebens an. Und zwischen all den anderen verzweifelten Gestalten im Gefängnis fiel er nicht einmal auf. In Ellsworth gab es keine Sonderbehandlung. Sam war nur einer von vielen. Es war kein Zuckerschlecken für ihn, so viel steht fest. Es fiel ihm nicht schwer, wie ein Häufchen Elend zu wirken, seit Sarah seine Tochter getötet wurde. Er sank so tief, wie ein Mann nur sinken konnte. War das etwa alles? Na komm schon! Schrecklich mit anzusehen, wie ein Mensch so stark abbaut. Insgeheim hoffte ich, dass diese Mission ihm wieder auf die Beine helfen würde. Wir brauchten ihn. Er war der Beste für diesen Job. Ellsworth. Ein seltsamer Ort, um das Leben eines Mannes zu retten. Da hat er allerdings vollkommen recht. So, wie haben wir das jetzt hier abgeschlossen? Ich denke mal nicht sehr gut. Och, wir haben alles abgeschlossen. What the fuck? Naja. Schauen wir mal weiter. Was dieser Bildschirm mir so bringt, habe ich nie wirklich verstanden, weil ich irgendwie damals nie verstanden habe, wie man das ausrüstet. Naja, egal. Wir gehen jetzt weiter. Wie viel Prozent haben wir denn? 59? Na egal. Ich scheiß mal auf die Bewertungen. Hier geht's um Spaß und um Failen beim Stealth-Action-Dingens. Wir haben Sam ins Ellsworth-Gefängnis gesteckt. Nicht, weil er ein Mörder oder ein Dieb war, sondern weil wir ihn dort brauchten. Einer der Gefangenen, ein Mann namens Jamie Washington, stand in Verdacht, zu einer neuen Terrororganisation zu gehören. Wir wussten nicht, was diese Leute im Schilde führten, und das bedeutete für uns, dass wir einen Mann einschleusen mussten. Klingt logisch. Aus diesem Grund musste Sam Washington zur Flucht verhelfen und so sein Vertrauen gewinnen. Er sollte Sam direkt in die Höhle des Löwen führen. Ja, ich dachte, der sagt jetzt noch was. Ja, das bleibt ja einfach stumm, jetzt muss ich was labern. Mensch, als Let's Player, was labern, das geht ja gar nicht, das kann ich doch nicht, ich bin völlig überfordert jetzt. Was, ich meine. So, jetzt aber mal genug hier. Ich denke mal, dass die Mission gleich startet. 3 Stunden später. Ah. Fischer, bist du da? Hier ist Jamie. Hör mal, ich habe mir überlegt, wie wir hier rauskommen. Das heißt, wenn du überhaupt hier raus willst, weil das mit dem Tunnel, den du seit einem halben Jahr gräbst, nicht funktionieren wird. Ich höre. Kluges Kerlchen. Also, ich werde in die Richtung hier ein bisschen Chaos stiften. Gleichzeitig machst du dasselbe in Block A. Wo? Na, im Block mit dem Hauptturm. Wenn du da die Zellentüren aufmachst, geht's da drin voll ab. Lefferts und McCullers machen dasselbe in C und D. Das heißt also, wenn du vorhast, mich reinzulegen, werden einige Leute nach dir suchen. Verstanden. Bravo, Junge. Und jetzt nimm das Zeug hier und setz dich in Bewegung. Es ist Zeit, Krach zu schlagen. Übrigens haben wir jetzt unten gerade die 2 Leisten gesehen, unten links. Wer aufgepasst hat, das ist unser Vertrauen zu den verschiedenen Fraktionen hier, also zur NSA und zur JBA, die wir später noch kennenlernen werden. Die JBA. Ich hab schon wieder irgendwie. Man merkt vielleicht, dass es nicht blind ist, das Spiel. Irgendwie. Bisschen.
Ich sollte mich bemühen, nicht durchblicken zu lassen, dass ich den Weg hier schon kenne eigentlich. Mann, 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 das ist ja schlimm. Das nimmt ja voll die Spannung raus hier. So, wie komme ich jetzt hier nochmal runter? Ja, eigentlich wollte ich jetzt nicht pfeifen. Hallo. Komme ich jetzt nochmal runter hier? Ah, PC. Warum ist das gerade nicht gegangen? Ach, egal. Ich frage nicht mehr nach bei den ganzen Bugs hier bei den Spielen irgendwie. Tim, tim. Hier unten raus, glaube ich. Und wo geht's jetzt hin? Ich würde mal sagen, da lang. Da drüben geht's nicht weiter. Hier unten ist gerade Party angesagt. Ja, ich sehe die tanzen. Aber wir müssen, denke ich, mal da hinten lang, weil da der Lüftungsschacht hier immer so einladend rot leuchtet. Sehr auffällig irgendwie. Ihr habt da gerade gesehen, was passiert ist. Und zwar hat der sehr gute Sam seine Tochter in einem Autounfall verloren. Und ist jetzt halt ein bisschen fertig und offiziell kein Angestellter des Sir Echelon mehr. Aber dazu kommen wir dann später, was er denn jetzt genau ist. Aber ich glaube, das hat man schon ein bisschen mitgekriegt, dass er mehr jetzt so eine Art Doppelagent ist. Kommst du mal her, bitte? Ups, pfeifen wollte ich nicht. Springen wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich pfeifen. Ach, auf X war pfeifen. Okay. Ich habe mir gedacht, das war auf V. Naja, dann doch nicht. Ich schnappe den jetzt mal hier. Tschüss. Gute Nacht. Also schauen wir mal, was die Police-Computer hier zu sagen haben. Wahrscheinlich irgendwie nicht spannend ist. Sicherheitszugriff. Ja, hacken wir uns doch mal rein hier. Was es da so gibt. Den können wir nehmen. Ist hier was? Den. Das ist übrigens voll verwirrend hier. Mit den ganzen Zahlen. So. Dieser verdammte Code. Aha. Okay, okay. Sie können sich keine zwei Codes auf einmal merken. Ich habe das begriffen. Der Code für unten und für den Waffenschrank lautet 1403. Beten Sie nur, dass kein aufgeregter Häftling das herausbekommt und den Schrank ausleert. Falls das geschieht, ist es Ihre eigene verdammte Schuld. Okay, 1043 sollten wir uns merken. Was haben wir im Normalzugriffordner? Okay, lauter Klump, das wir eigentlich gar nicht brauchen. Ich gehe jetzt also mal lieber hier raus. Hier gibt es nichts für uns zu tun, glaube ich. Aber hier haben wir gleich den Waffenschrank. Da haben wir... Upsala, was wollte ich jetzt gar nicht? Eigentlich wollte ich jetzt... Ich kann hier aber leider nicht drehen. Naja, egal. Wie kann ich denn jetzt hier... Ach so. Okay. Bisschen seltsame Bedienung, weil ich gerade eigentlich mit dem Numpad steuern wollte, weil das wäre das naheliegendste, aber irgendwie ja nicht so. Naja. Jetzt habe ich hier schon mal Rauchgranaten. Die könnten eventuell ganz praktisch sein. Was auch immer die hier drin mit Rauchgranaten wollen. Ich weiß es nicht. Wo geht's jetzt? Ach, das ist der Lichtschalter. Okay. Oh, hier ist einer. Der geht aber wieder, das heißt, wir knacken uns jetzt hier schön das Schloss. Komm schon. Das genauso funktioniert wie bei Splinter Cell Chaos Theory, wenn mich nicht alles täuscht. Da hat es, glaube ich, auch so funktioniert. Hier durch gerade kommen wir nicht, oder? Hier geradeaus. Nee. Hier. Oh, wir schießen da. Jetzt geht es hier aber ab hier unten. Die Party hat gerade, glaube ich, einen anderen Zug bekommen. Jetzt hier gelandet. Hier ist die Zellenblock-Party da drin. Ich will da auch rein. Ich mag jetzt auch Party. Party Rock is in the house tonight. Oh Gott, ich kann überhaupt nicht singen. Hilfe! Gut, aber ich glaube, das habt ihr in den letzten, in meinem Let's Play auch schon festgestellt, dass ich nicht singen kann. Ich versuch's deshalb auch gar nicht mehr. Ups, da ist jemand. Jetzt nicht mehr. Nicht irgendwo einen Lichtschalter oder so. Ich muss jetzt hier den Schaltschrank, glaube ich, ausmachen, sonst komme ich durch den Metalldetektor hier nicht durch. Ich stecke übrigens in seinem Schulter gerade drin. Sehr sinnvoll. Kann ich jetzt hier durch, ohne dass mich der da... Hallo? Wie geht's der Herr? Wie geht's dem Herrn? Ich möchte mal erwähnen, dass ich sie jetzt gleich ausschalten muss.
Und tschüss. Ich habe vielleicht festgestellt, dass ich bin mehr der Fan von subtileren Methoden bin. Jetzt sieht man hier erstmal gar nichts mehr, aber ich habe kein Sichtgerät. Würde mich auch wundern, wenn ich als Häftling ein Sichtgerät dabei hätte. Aber immerhin habe ich noch meinen Erkennungslichtsensor-Dingens hinten dran. Sehr realistisch. So. Hier sind ein paar Leute mit Waffen. Den sollten wir jetzt eventuell nicht nähern. Wo müssten wir denn jetzt eigentlich hin? Hier irgendwie durch. Also möglichst ohne drauf zu gehen. Das wäre schon mal nicht so schlecht. Wartet mal, bis der wieder verschwindet. Wenn ich jetzt den ausschalte, wird der hintere da ein bisschen angepisst sein, denke ich mal. Ja, ich starte echt gerade eine Revolution, oder? Habe ich nicht eigentlich noch auch... Sekunde. Kann ich noch mal was ausrüsten? Ich bin schon wieder völlig... Ach ja, hier. Hallo. Dum, 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 dum. Und tschüss. Oh, oh. Da fuck ich. Ich lauf lieber. Au. Okay, das war dann wohl nix. Ach komm. Was ist denn das bitte für ein Checkpoint, ey? Okay, ich cutte jetzt, glaube ich, bis ich wieder da hinten bin, wo ich eigentlich hin wollte. Also, bis gleich. Man sieht sich. Servus. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier nochmal hier kurz gespielt, bis hierhin wieder. Hat eigentlich nicht lange gedauert, weil ich nicht wirklich auf Stealth jetzt geachtet habe. Aber das ist jetzt mal gerade egal. Ich schaue jetzt mal, ob ich hier speichern kann. Kurz. Speichern. Geht doch. Alter. Was ist denn jetzt los? Ich verschluck mich hier gerade voll. Entschuldigung, musste kurz mal was trinken. Sonst wäre ich jetzt hier irgendwie... Hab gerade was im Hals bekommen, was auch immer das war. Lass mich jetzt hier irgendwie durchmogeln. Ich weiß nur immer noch nicht wie. Tschüss. Oh, fu. Fuck. Die sehen mich immer hier. Meine Rauchgranate hinwerfen. Aua. Sieht der mich noch jetzt? Tschüss. Ah, verdammt. Und schon wieder gefailt. Wie soll ich denn hier durchkommen, bitte? Kann mir das meiner verraten oder so? Ich glaube einfach, indem ich hier Rauchgranaten spamme. Oder so. Und tschüss. Aber hier oben ist auch noch einer, das ist das Problem an der ganzen Sache. Aua! Boah! Fuck! Da ist auch noch einer mit Waffe, aber das ist ein Ding. Das ist ein Häftling mit Waffe. Ja, da sind nur ein paar Typen in der Mitte des Kontrollturms. Die schafft ihr doch, oder? Ja, unten kam jetzt gerade die Erklärung, dass mit den Vertrauensleisten, die ich gerade schon mal erwähnt habe. Hi, wie geht's? Servus! Ich mache jetzt hier mal voll einer Rambo-Gefängnisausbrecher. Und mache das hier im Schnelldurchlauf, weil ich jetzt eh schon genug Aufsehen erregt habe. Jetzt brauche ich auch nicht mehr irgendwie klein tun hier. Unauffällig meine ich, nicht klein. Wie auch immer ich jetzt auf das Wort komme. Ich weiß es nicht. So, Wortfindungsschwierigkeiten kennt ihr ja bei mir ganz gut. Da bin ich ja voll Profi drin, sag ich jetzt mal. Was haben wir denn hier Schönes? Erstmal den Rechner. Wo ich denke ich mal. Was kann ich da machen? Was kann ich da machen? Was bringt mir das? Was zum Teufel? Bin ich der Einzige, der sich über die Einziehung der Waffen letzte Woche aufregt? Bill, wir haben eine Pistole beim Häftling gefunden. Der Wärter hätte eine automatische Sperre auslösen sollen. Das ist das Standardverfahren. Ich habe es nachgelesen. Ich wette, es gibt noch mehr dort draußen. Ja, würde ich auch mal sagen. Was ist das? Okay, irgendwas über den Kampf. Ja, Entschuldigung, muss ich jetzt nicht unbedingt vorlesen, glaube ich. Aber hier, oh, gibt's eine Waffe. Jede Menge nützliches Zeug. Ja, jede Menge nützliches Zeug, stimmt.
Aber ich glaube, das ist nur nicht tödliche Munition, das ist nur eine Taserwaffe. Aber immerhin. Die muss ich mir jetzt aber sparen. Möglichst nicht benutzen, das Ding. Weil die Munition dafür knapp ist.